Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Life is Strange Mobile und ich glaube, wir befinden uns jetzt im Diner. Also wir switchen ja von Ort zu Ort und sind eigentlich, kann man so sagen, die meistgehasste Person im ganzen Spiel, weil wir so viel mit der Zeit rumgespielt haben. Ich glaube, wir befinden uns jetzt auf der Toilette des Diners. Glaube ich jedenfalls. Ja, und hier kommen wir halt weiter. Hier ist ein Tastenfeld. Das ist 100 Pro nie da gewesen. Aber, weil es halt eine öffentliche Toilette ist, logischerweise. Aber logischerweise, weil wir halt in dem Bunker drinne waren und das irgendwie ein Teil der ganzen Geschichte ist mit dem Tastenfeld, gibt es hier halt auch eins. Na gut, dann benutzen, nee, sehen wir uns erstmal an. I'll be so grateful if this is the last Digicode. Was war denn der letzte Code gewesen überhaupt? Benutzen? Vier Zahlen? Na toll, jetzt müssen wir hier extra mal einen Code raussuchen. Okay, warte mal. Zwei könnte es sein. Zwei, drei, fünf, sechs. Die sehen so aus, als wenn die irgendwie hervorgehoben sind, so ein bisschen, oder? A und B. Nee, 2, 3, 5, 6. Ich probiere es mal. 2, 3, 5, 6. Warum geht es nicht nach oben? Gehen wir beim letzten Mal. 2, hallo, komm. 2, 3. Na komm, 3. 5. Kann ich nach unten klicken, glaube ich. Geht es? 9. 7, 6, 5 und 6. Ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht ist er da richtig. Vielleicht ist jetzt scheißegal, was wir da eingeben und alles wäre richtig. Nee, ist falsch. Hä? Es ist falsch und dann. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Alter, jetzt ist der ganze Bad voll mit Zahlen. Ach, das soll uns irgendwie, sag mal so, in die Fresse hauen, weil wir halt mit versucht haben, uns in das Handy einzuhacken. Ich glaube, das soll das sein, ne? Weil irgendwie haben wir jetzt alles erlebt, was wir, also fast alles erlebt, was wir bis jetzt erlebt haben. Wir befinden uns auf die Toilette vom Diner. 3927. Ich habe keine Ahnung. War doch vorher nicht, oder? Das Eingerahmte ist 9433. Eingerahmt. Was haben wir hier noch? Oh Gott, ey. Wir werden es niemals hinkriegen. Tastenfeld, nochmal. Benutzen. Ehrlich jetzt? Okay. Warte, warte, halt, halt. 9, 4, habe ich vorhin gerade gesehen. 9433. Wir werden das niemals rauskriegen, ordentlich. 94, 33, 4. Da umklicken ist immer so schwierig, ne, weil der halt nur ein halber ist. Deswegen mache ich lieber nach unten. Oh, schon wieder zu weit. Ja, übernehmen geht nicht. Ach so, weil falsch ist. Okay. Irgendwie ist auch überhaupt gar kein Sound. Das finde ich so krass irgendwie. Haben wir hier 3022. 3927. Probieren wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie. Oder ist hier irgendwas so ganz speziell, was so nicht so wirklich an der Wand hängt oder so? Da haben wir's. Im Spiegel. Why doesn't the mirror reflect any of the numbers? Entweder ist es 1130 oder 0311. Ich glaube 0311. 0311. Im Spiegel, da war nur eine einzige Kombination. Was war das jetzt denn? 0311, ne? Ich probiere es mal. 0, 3. Komm, auf 3 und dann 11. Oh, verdammt. So. Ich glaube, dass das richtig ist. Das war nämlich so spiegelverkehrt gerade. Nur, das war die einzige Kombination, die in. Okay, krass. Okay. Ist aber richtig. Heftige Sache. Alles vollgeschmiert, nur im Spiegel ist das nicht. Okay, dann gehen wir doch mal durch. Und wir sind tatsächlich im Don't kill Diner. us, Max. Oh, alle sind im Don't Diner. ever do this Alle. again, Max. Ein Haufen I Vorwürfe thought I was wahrscheinlich. about to start a new life in California. I was happy just being your friend. Why do you want all your friends to die?
Die bewegen sich alle nicht. Aber die reden. Alter, guck mal, was draußen abgeht. Haufen Leute, Junge, Junge. Der Polizist. It's okay if I'm gone. Bist sogar der Hausmeister. Die Jukebox ist auch. Kate haben wir hier. Oh, hier. Hä? Wir können mit Max reden? Okay, krass. Da haben wir auch gesessen, ne, an dem Tag. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? Ja, ich habe versucht zu helfen, ne? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Mir liegt etwas an ihm, vielleicht, ja. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear. You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, genau so ist es. Stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. Ja, ist ja klar, dass sie selbst auch irgendwie da auftaucht und sich selber schlecht macht. It was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Alter, was ist denn los? Sag mal, warum macht Max so fertig? Schicksal, meine beste Freundin. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Was? Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Okay. Wann endet das alles bitte? Schnall dich an. Warum? Okay, wir sollen wahrscheinlich wieder steuern. Alles klar, wir sind jetzt Geist. Komm mir was so vor. Guck mal, wir haben wieder unsere Jacke an und die Tasche. Wir sitzen zwar da drinnen. Das ist zwar alles so ein bisschen. Na gut, wir versuchen mal unseren Weg hier. No, it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Was soll uns das jetzt sagen? Also war ein ganz, ganz nicer Moment, oder nicht? Die hat ihr was geschenkt. Zum Geburtstag. Also, die weiß sogar, wann sie Geburtstag hatte. Warte mal, was haben wir hier? This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn it off. Turn it off. Ach so, jetzt hat's ja wegen. My stepdad will kill me if he finds you here.
Okay, weiter, weiter, weiter. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Max, start from the beginning. Tell me everything. Haben wir gemacht, ne? Wir haben ja alles erzählt. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt ins Negative jetzt geht, ne? Wir erinnern uns einfach bloß an alle guten Dinge, die wir da hatten. Guck mal, da vorne sehe ich schon die Schienen, wo wir sie gerettet haben. Hier sind wir im Diner. Epic. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Show me the way to Chloe's cave. Alles klar, weiter geht's. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. I don't feel so super. Max, here, let me help you find a place to chill. You freaked me out there. Do you feel any better now? Ist klar. You saved me again. Da haben wir sie gerettet, dann sind wir rübergerannt. Now we're totally bonded for life. Und wir haben sie doch da rausgeholt, so. Und, also sind wir ja beste Freundin. I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're der Einbruch ins Büro von den Dings, von dem Rektor. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. Süße? Na bloß, die ist verknallt im Max. Keine Ahnung. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. Also richtig vertraut hat sie uns auch nicht, ne? Die hat öfter mal gesagt, und dann wirst du zurückspulen und dann? An otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. Ah, hier sind wir entkommen, genau. Da kam ja der, der Aufseher. We left a skid mark on Blackwell last night. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Ist das passiert? Ja, na gut, aber nur so im Gespräch, oder? Und im Endeffekt ist doch nur passiert und dann kann ich mich fast nicht mehr dran erinnern. Ich sollte mir mal die Let's Play nochmal komplett angucken. Ja gut, okay. Ich denke mal, da funkte doch zwischen den beiden. Ich dachte eher, dass Baron so der. Daydreaming.
It makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. Ach, da sind wir im Wohnwagen gewesen, genau. Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Ja gut, ja gut, da ist sie ausgerastet ein bisschen, ne, wegen Rachel. Kann ich aber auch verstehen, die Aktion war, die ist einfach verschwunden, ohne irgendwas zu sagen, und ja, das war das halt, ne. So, wie ging's weiter? Das, ach so, genau, wir haben ja dann die Zeit gedreht. Da waren wir ja jung. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Ja, oder auch nicht so wirklich. Hm. Guck mal, dann saß er da im Rollstuhl. Scheiße, Junge. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. Da funkt es gewaltig. Egal bei was, irgendwie Stück für Stück. Aber die besten Freunde sind trotzdem teilweise sogar mehr als die besten Freunde. Hm. Jo. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was knocked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will. Chloe, you're back. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Ach stimmt, dann haben wir die Zeit ja, okay, richtig rumgedreht, denn Kate wasn't the first. Das war in der Dunkelkammer. Oh fuck, Junge, Alter, das war eine krasse Sache. Und da ist noch der leere Ordner von Victoria, also sie sollte eigentlich die nächste sein, ne? Da haben wir noch gedacht, das ist Nathan gewesen. Weil es halt ein Bunker von dem Prescott ist, ne? Wissen wir auch keiner, dass der das bauen lassen hat. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. Das nächste ist wahrscheinlich, dass wir da am Schrottplatz graben. 100 pro. Oh ja. Und kann man sie sehen da drin? Nee, ne? Ich kann ja gar nicht rauf, ne? Man kann doch gar nichts erkennen da drinnen, ne? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Sie war in Rachel verknallt? Also die waren verliebt und waren zusammen? Kann das sein? Und jetzt mit Max oder wie? Ich weiß nicht, wie das sich so verhält. Auf jeden Fall hört sie das so ein bisschen an. Immer weiter. Guck mal, hier sind wir wieder im Wald irgendwie. Auf jeden Fall konnten wir Dings nicht zurückholen. Oh, nu. Sie hat uns da hochgeschleppt jetzt. Also jetzt, wir sind ja eigentlich unten gewesen. Und dann ist sie weggetreten und jetzt schleppt sie uns hoch zum... Obwohl wir eigentlich gar nicht bei Bewusstsein sind, schleppt sie uns jetzt hoch zum Leuchtturm. Und der ganzen Zeit, die letzten drei Folgen ist es ja gewesen, da sind wir ja nach oben, da sind wir ja durch die Hölle gegangen, kann man so sagen. Das ist eine ganze Scheiße nochmal durchgemacht. Alles klar, ich verabschiede mich hier aber erstmal aus der Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.